Willkommen zurück. Eine neue Folge Motorsport Manager. Wir befinden uns in Saison Nummer 8. Nach dem dritten Rennen liegen wir hier auf Platz 1 in der Meisterschaft. Wir haben zwei Siege einfahren können. Im zweiten Rennen dann einen dritten Platz. Und bei den beiden Siegen war einmal ein zweiter und einmal ein dritter Platz mit dabei. Unsere beiden Fahrer führen die Meisterschaft derzeit an und wir natürlich dann auch die Konstrukteursmeisterschaft. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Pacetechnisch sind wir natürlich immer noch hinter den Mercedes und den Ferrari. Die haben allerdings durch Strategie und technische Sachen am Anfang der Saison sehr viel Punkte jetzt verloren. Mal sehen, wie das sich weiterentwickelt. Wir setzen natürlich jetzt auch alles auf Fortschritt von unserem diesjährigen Wagen. Und dann schauen wir doch mal. Hier hätten wir jemanden, der mal sinnvoll Reifen wechseln kann. Mit 11 Punkten. Wir haben das Mitarbeiterzentrum ist auf Rang 1, glaube ich, ne? Ne, auf Rang 2. Okay, das heißt, der würde 13 Punkte dann haben. Wir stellen den mal ein. 98 Fitness. Er ist gut geeignet zum Reifenwechsel. Definitiv. 13. Dann haben wir hier 13 und 12. 13 und 13 ist hier noch vergeben. Da haben wir hier nochmal 13 und 12. Und für einen Reifenwechsel wäre hier noch gut geeignet. Habe ich keinen mehr für einen Wagenheber, ne? Ach doch, der hier. Der geht für den jetzt rein und dann wechseln die beiden. So. Und ich denke mal, dass wir jetzt die beiden hier auswechseln können. Den und den. Die sind jetzt schlechter von der Performance her. Genau, wir haben jetzt einen für den Wagenheber. Die wechseln sich dann immer schön ab. Und dann haben wir jeweils einen Ersatz für die jeweiligen Reifen. Und wir werden dann in den nächsten Rennen noch gucken, ob wir noch bessere bekommen. Okay. Fehlerquote sieht gut aus. Das läuft. So. Fahrzeugreparatur ist beendet. Genau, jetzt holen wir uns die Bremsen und sobald die auf 100 sind, kommen die ans Auto und dann werden wir die restlichen Sachen noch ein bisschen verbessern. Aber nicht mehr viel, ne? 80% reicht eigentlich aus bei den Komponenten. Wir werden nur die verbessern, die wir dieses Jahr performancetechnisch nicht so verbessern, das heißt ein Motor und wahrscheinlich das Getriebe. Mal sehen. Bei der Heckflügel wird nämlich noch verbessert. Okay. So, jetzt müssen wir beim Heckflügel nämlich auch gleich mal schauen. Was wir da bauen können. Das ist ja alles mit Risikolevel, das finde ich überhaupt nicht schön. Viel zu viel Risikolevel. Haben wir nur Zuverlässigkeit, das wäre noch gut.
Das wäre noch gut. Ja, Zuverlässigkeit wollen wir ja trotzdem haben. Ja, es geht halt nur Kurven, hohes Tempo auf Regen- und Intermediate-Reifen. Oje, oje. All die Bonis sind hier echt mies. Hier oben geht quasi nur der rote Bereich, dass wir den runtersetzen. Ja. Das wird der Heckflügel. Ist schwierig. Aber okay. Werden wir hinbekommen. Sponsoren will ich noch eins mehr haben. Bilanz. Schauen wir gleich mal. Ah, was gibt's denn für ein Interview? Umstrittene Änderung der Streckenführung Tondela. Nö. Das ist egal. Dass unsere Bremsen noch so schlecht sind, obwohl wir jetzt gute hergestellt haben, wundert mich ein bisschen. So, dann haben wir jetzt einen neuen Sponsor für Platz 2. Ja, dann nehmen wir definitiv Red Bull. Die 2 Millionen nehmen wir mit. Und ich würde fast sagen, wir investieren die 2 Millionen mal und zusätzliche Ausgaben in das Scouting-Büro. Dass wir das noch verbessern und kriegen dann vielleicht noch bessere Vorschläge in Sachen Boxen. Gerichte vorm Rennen, okay. Zuverlässigkeit hat funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt zwei Bremsen, die sehr gut schon arbeiten. Und die werden wir jetzt natürlich auch einbauen. Zack. Warum ist er jetzt unzufrieden? Okay. Die werden jetzt teilweise auch verbessert. Was wir noch machen, ist allerdings die Zuverlässigkeit vom Getriebe und vom Motor verbessern. Das als erstes. Heckflügel werden wir ja dann einen neuen einsetzen. Frontflügel und Aufhängung ebenso. Das heißt, die müssen wir jetzt nicht so stark verbessern. Und dann geht es schon auf die Leistungskomponenten. Jetzt gibt es hier noch eine Abstimmung. Wir enthalten uns. Das ist jetzt erstmal Wurst, welche Strecke wir fahren. Die meisten sind dagegen, von den großen Teams, von den kleinen Teams, die sind dafür. Das ist jetzt interessant. Ah, sind dann doch am Ende dafür gewesen. Okay. Dann wird es eine Streckenänderung im nächsten Jahr geben. Und wir werden uns jetzt in Richtung Tondela Grand Prix begeben. Das sieht gut aus hier. Fünf Tage nach dem Rennen ist es dann auch fertig. Perfekt. Und Tondela Grand Prix. Reifenabnutzung sehr hoch. Wenn wir das gut managen, haben wir wieder gute Chancen, hier was einzufahren. Aber ich bin immer noch eher auf dem Rang 7. So, lieber die sicheren Sachen mitnehmen. Weil Rang 7 müsste möglich sein. Wir haben es in Peking gesehen. Da hat es Monarolo dann auf Rang 3 noch geschafft. Sogar im Qualifying. Das war aber auch eine Hammerrunde. Carreras war nur 10. Und wenn dann Monarolo mal nicht so eine perfekte Runde hat, dann sind wir halt auch schnell aus dem dritten Rang draußen.
Und deswegen dann doch lieber Rang 7. Das Rang 3 mache ich ja wirklich nur, wenn wir irgendwie Wetterkapriolen haben oder uns die Strecke ganz gut gelegen hat, immer wo ich die Chance sehe, dass wir auch im Qualifying das hinbekommen. Wie gesagt, ich finde das von den Sponsoren immer noch so ein bisschen blöd, dass das 50-50 aufgeteilt ist, Qualifying und Rennen. Ich würde da eher eine Aufteilung, weiß ich nicht, 80-20 oder so bevorzugen, weil das Rennen ja wesentlich wichtiger ist als das Qualifying. Aber vielleicht ist das für Sponsoren dann doch noch was anderes. Wir schauen mal. So, jetzt geht's erstmal zum Training. Raus mit euch. Qualifying Trim, 3 Runden. Und du machst schon mal Renntrim, 4 Runden. Wir splitten das hier mal ein bisschen. Bleibt er die ganze Zeit trocken, genau. Ui, da, die Kamera haben unsere Fahrzeuge verloren. So schnell sind wir mittlerweile. Also hier sehen wir definitiv, dass der Reifenabrieb enorm ist. So, und dann geht's fürs erste Fahrzeug rein. Oh, und da muss einiges noch bearbeitet werden. Wir gehen mal noch weiter auf Abrieb. Die Geschwindigkeitsbalance ist jetzt so die Frage. Gehen wir mal weiter runter. Und Qualifying. Aber jetzt mit mittleren Reifen. So, weiche Reifen sind fertig. Und Arolo kommt auch rein. Sieht besser aus. Können wir vielleicht sogar einen Ticken hochgehen. Mal schauen. Probieren wir mal das Setup. Wir gehen nochmal auf Rennen, dass ich Rennen Stufe 2 jetzt hier freischalte. So, dann können wir direkt reinholen. Das sieht gut aus. So, jetzt geht's auf Qualifying, die restlichen Runden. Wird halt nur eine werden. So haben wir zumindest Qualifying Stufe 2 noch freigeschalten. Rennen Stufe 2, Qualifying Stufe 2. Es wird sogar knapp. Wäre fast sogar Stufe 3 drin gewesen im Qualifying. Also ganz knapp hier. Ah, schade. Da muss der Fahrer noch ein paar Punkte in der Geschmeidigkeit hinbekommen. Dann klappt das. So. Weich Qualifying. Setup sieht gut aus. Los geht's. Diesmal schicken wir mal Monarolo als erstes raus. Vielleicht hat Carreras dann den Vorteil, wenn er hinter Monarolo fährt, einen Ticken bessere Strecke. Vielleicht
hilft das im Qualifying, weil das ist derzeit bei Carreras noch die Schwäche. Im Rennen derzeit super Performance, ne? Also von Platz 11 einmal auf Platz 4 und hier einmal von Platz 10 sogar auf Platz 1 im letzten Rennen gefahren. Also das funktioniert super, auch weil die Starts perfekt sind. Bei Monarolo funktioniert das Qualifying super, aber dann versaut es beim Start derzeit. Also jeder von den beiden Piloten muss an unterschiedlichen Sachen noch arbeiten. Aber ich hoffe, wir kriegen das hin. So, das hier war nichts mit Reifenaufwärmung. Mal sehen, was er da an Performance rausholt. Vorteil ist, es ist halt sehr warm. Das heißt, die Reifen kommen auch so auf Temperatur. Zwei Zehntel schon dahinter Carreras im ersten Streckenabschnitt. Jetzt 3,5 Zehntel. Und Monarolo mit 1,15,3. Carreras hat im letzten Streckenabschnitt sogar noch mal eine absolute Bestzeit gefahren. 2 Zehntel dahinter. Die Oste schneller. Also die Windsors, die sind im Qualifying richtig stark. Und im Rennen waren die jetzt auch schon nicht schlecht immer. Monarolo ist sogar mal schneller als beide Ferrari derzeit. Jetzt kommen noch die Mercedes. Lavoie langsamer als wir. Und Gonzales mit der neuen absoluten Bestzeit. Jetzt kommt noch Lipponen. Und wir schicken sofort wieder auf die Strecke zum zweiten Stint. Lipponen jetzt auf Platz 2. Also Doppelführung derzeit für Steinmann Motorsport. Danach D'Oste, Monarolo, Strambi, Larsen, Carreras und dann Kujovic, Lavoie nur auf 11. Okay. Mal sehen, was der zweite Stint bringt. Reifenaufwärmung war jetzt besser, bei Carreras immer noch nicht, immer noch zu kalt. So, hier verliert man nicht so viel, wenn man Boxenstops macht. Das heißt, hier könnte man auch mit einem 3-Stop-Strategie gut vorankommen. Wir werden es dann sehen, wie es im Rennen ausschaut. Jetzt erstmal ist Qualifying. Zweiter Stint. Monarolo langsamer, Carreras aber schneller als in der letzten Runde. Sektor Nummer 2, Monarolo wieder langsamer, also die Runde wird nix. Carreras zumindest persönliche Bestzeit, aber trotzdem langsam. So, Monarolo konnte sich nicht verbessern und Carreras. Am Ende konnte er sich zeittechnisch schon mal verbessern. Aber die Position ist noch die gleiche. Ja, wir haben noch einen Stint. Dritten Versuch dann. Okay, dann warten wir mal ab, bis alle anderen auf die Strecke fahren.
So, damit dürften alle draußen sein. Das heißt, diesmal darf Carreras beginnen und Monarolo wird dann das letzte schnelle Fahrzeug auf der Strecke sein. Surikov wird die schnelle Runde jetzt eröffnen. Nein, Strambi hat sie schon eröffnet. Strambi wird als erster die schnelle Zeit vorgeben und Monarolo dann eben ganz am Ende. So, Reifenaufwärmung. Etwas besser jetzt, also viel besser bei Carreras. Monarolo, okay. Ich bin gespannt. So, Strambi schon mit neuer absoluter Bestzeit im zweiten Streckenabschnitt. Und dann hier mit einem zweiten Platz. Larsen jetzt auch mit absoluter Bestzeit im zweiten Streckenabschnitt. Lipponen verbessert sich wieder auf Rang 1. Was machen unsere Fahrer? Larsen jetzt auf Pol. Monarolo. Ah, wir sind zu langsam, wir verbessern uns nicht. Das ist nicht gut. Platz 6 und 7, mehr wird's nicht. Carreras, Platz 7 und Monarolo, Platz 6. Okay. Alles richtig gemacht mit dem Sponsorenziel. Die Oste konnten wir nicht schlagen, da haben 15.000stel gefehlt. Aber ein Hoffnungsschimmer bei Carreras. Er war jetzt schneller und es fehlt nur noch eine Zehntel zu Monarolo. Ich bin gespannt, wie es beim Rennen jetzt werden wird. Hier sind die Kräfteverhältnisse eindeutig. Steinmann und die Scuderia quasi auf Augenhöhe. Strambi ein bisschen langsamer als die anderen beiden. Und dann kämpfen wir mit Windsor und Panther Team Racing um die restlichen Plätze. Jetzt kommt es darauf an, wie wir das Rennen bestreiten. Es bleibt trocken. Okay. Wir haben hier die Boni, gucke ich dann gleich nochmal. Wir haben hier 20 Runden. Ich würde gern mal ein Experiment machen. Und zwar machen wir folgendes: Monarolo geht auf weiche Reifen und nachtanken. Wir schicken Carreras. Die haben jetzt beide die Verbesserung drin, ne? Das heißt, wir können beide auf weiche Reifen rausschicken. Carreras fährt 7 Runden. 7, 7, 6. Und bei Monarolo will ich eine ganz aggressive Strategie machen, nämlich eine 3-Stopp-Strategie. Das heißt, ich fahre hier 3x, 4x 5 Runden. Ich will das mal probieren, ob das schneller ist. Das heißt, wir greifen hier komplett an. Ich bin gespannt. Jetzt bitte den Start nicht wieder verpennen. Ja, diesmal hat Carreras den Start etwas verschlafen. Monarolo hat den besser hinbekommen. Ist jetzt direkt auf Rang 5 hinter den beiden Top-Teams. Und jetzt heißt es hier ordentlich Gas geben. Wenn
nicht in den beiden Top-Teams. Strambi ist zurückgefallen. Die Oste ist vor Monarolo. Können wir den irgendwie attackieren? Ne, wir verlieren eher die Position gegen Strambi. Das war sehr schlecht gefahren von Monarolo. Jetzt aber attackieren. Hol dir die Positionen zurück. An die Oste musste vorbei. Dass die Strategie aufgeht. Sehr gut. Carreras derzeit auf Rang 9. Wir können hier ein bisschen aggressiver mit den Reifen umgehen. Beim Sprit müssen wir bei Monarolo mal schauen, wie das wird. Sieht aber erstmal ganz gut aus. Carreras leider auf Rang 10 schon zurückgefallen. Sollte sich jetzt tunlichst vor Becker und Murugapan begeben, dass wir hier keine Probleme mit der Strategie bekommen. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen Sprit sparen. Bei Monarolo. Runde 4. Attackieren Larsen vorerst. So, Monarolo wird jetzt an die Box gehen, sich neue weiche Reifen holen und dann wieder 6 Runden Sprit. Carreras derzeit auf Rang 9. Wenn er noch schafft, an Becker vorbeizugehen, wäre das schon mal ganz gut. Oh, und Gonzales verliert hier Zeit. Geht jetzt auch an die Box. Kann Monarolo den noch vor dem Boxenstopp überholen? Nicht ganz. Aber während des Boxenstopps hoffentlich. Nein! Gonzales war genauso schnell beim Boxenstopp. Das ist interessant. So, und jetzt heißt es für Monarolo richtig Gas geben. Wir müssen schnellstmöglich an den Sachen vorbei, die vor uns rumfahren. Um diese Dreistopp-Strategie auszunutzen. Genauso wie Gonzales jetzt vorbeischießt, müssen wir auch vorbeikommen. Komm, lass dich nicht so aufhalten. Genau. Oh, und noch an Gonzales vorbei. Das wäre der Hit. Carreras wird jetzt an die Box gehen. Wieder weiche Reifen. Sieben Runden. Das passt. So, Monarolo ist an Gonzales vorbeigegangen. Nee, doch noch nicht. Hängt noch dahinter.
Carreras jetzt. Kujovic davor. Beim Boxenstopp wäre schön, wenn wir den jetzt überholen könnten. Haben wir das geschafft? Nein, auch nicht. Oh. Warum ist denn jetzt unser Boxenstopp so langsam? Oh, und hier ist ja mitten im Feld drin. Monarolo hinter den beiden Steinmann Motorsportfahrzeugen. Und Carreras Rang 8, 9 leider nur. Hat jetzt von Lavoina überholt. Becker ist auch noch vor ihm. So, wie sieht es bei Monarolo aus? Der hat sich jetzt Gonzales erstmal geschnappt. Wir müssen jetzt allerdings gucken, zwecks des Sprits und der Reifen. Bleibt trocken. Ja, ob das so sinnvoll ist mit der Drei-Stopp-Strategie, ich weiß es noch nicht. Sieht ziemlich gefährlich aus. Können pace-technisch nicht so viel rausholen, wie ich mir gedacht habe. Und Carreras hinten kommt einfach nicht an dem Becker vorbei. So, Monarolo, wo wird er wieder rauskommen, ist die Frage. Am besten, am liebsten wäre mir vor De Oste. Schauen wir mal. Schaffen wir nicht. Schaffen wir überhaupt nicht. Kommt sogar hinter Carreras, Rang 10. Oje. Jetzt muss hier richtig Gas gegeben werden. Teilzustand ist überhaupt kein Problem. Hoffe ich mal. Frontspoiler sieht ein bisschen wackelig aus. So, kommen wir am Strambi vorbei. Das sieht gut aus. Außen herum. Boah. Super. Strambi geht jetzt an die Box. Okay. Und Carreras muss hier ein kleines bisschen die Reifen schonen. So, Becker, der hat ja Carreras schon die ganze Zeit aufgehalten. Kommt Monarolo da besser dran vorbei? Das ist jetzt die Frage. Gonzales ist zumindest jetzt hinter uns gefallen. Aber ich glaube, der fährt zu Ende. So, Monarolo an Becker vorbei, sehr gut. Jetzt Rang 3 und Rang 4. Unsere beiden Fahrzeuge. Jetzt muss Monarolo schnellstens an Carreras vorbei. Das passt. Der nächste im Bunde ist Kujovic. Lipponen geht an die Box.
So, vorerst ist Monarolo vor Leponen, allerdings wird Monarolo ja noch einen Boxenstopp mehr fahren. Carreras wird jetzt an die Box gehen. Das wird das nicht verpassen. Die Mercedes sind hier zu stark. Die kann ich hier nicht bändigen. Aber Monarolo kann jetzt zumindest an Kujovic vorbeigehen mit dem Boxenstopp. So, erstmal gucken, wo kommt Carreras wieder raus. Vor De Oste, nach De Oste. Okay. Knapp vor Strambi. Monarolo muss zusehen, dass er jetzt vor Kujovic rauskommt. Ich glaube, die Drei-Stopp-Strategie, die war dann doch nix. Zumindest sind wir jetzt auf Rang 4. Rang 4 und Rang 7 derzeit. Aber die anderen haben halt viel bessere Reifen, nicht bessere Reifen, aber viel Vorsprung. Teilzustand ist kein Problem, bei beiden Fahrern nicht. Das sieht gut aus. Aber den dritten Boxenstopp konnten wir dann doch nicht rausfahren. Es sind noch 4 Runden. Aber okay, Rang 4. Ja, ist halt bei einem Doppelsieg von Steinmann kriegen die halt sehr viele Punkte jetzt. Das ist dann der erste Grand Prix, wo wir sehen, okay, wir sind dann doch noch ein ganzes Stück von der Konkurrenz entfernt. Du kannst jetzt mal hier schön aufdrehen. Motorentechnisch. Die Oste, nee. Gonzales könnte reifentechnisch noch Probleme kriegen in den letzten Runden. Carreras jetzt auf Rang 6. Kann jetzt auch langsam aufdrehen mit den Reifen. Vielleicht ist ja Kujovic noch drin. Ah, Gonzales kommt noch mal rein und Larsen kommt auch noch mal rein. Damit übernehmen wir dann doch wieder den zweiten Platz. Und wie sieht es bei Carreras aus? Sie kommt auch noch mal vor Gonzales. Oh, hier muss man jetzt aufpassen. Ah, Frontflügel. Da wird es jetzt noch eng. Lipponen wird das Rennen gewinnen. Den kriegt keiner mehr. Und Narolo kann das jetzt auf Rang 2 gut austrudeln lassen. Treibstoff müssen wir ein bisschen aufpassen, aber das kriegen wir hin. Carreras wird jetzt so die Frage.
Da kommt der Gonzales noch von hinten. Ein Dreistopp. Den können wir nicht mehr halten. Der ist zu stark. Wir probieren es, aber ich glaube nicht. Jetzt zieht er einfach vorbei, okay. Ja, Lipponen gewinnt das Rennen. Monarolo auf einem starken zweiten Platz. Dann Kujovic auf Rang 3. Oder kommt der Gonzales nochmal ran? Oh, es gibt's nicht. Dieser Gonzales macht doch noch das Podium fertig. Damit kriegt Steinmann Motorsport noch weitere Punkte. Ah, man kann sich nicht auf diesen Kujovic verlassen hier. Dass der das auf der letzten Kurve noch verliert. Naja, Carreras zumindest noch auf Rang 5. Da gibt es auch nochmal zwei Pünktchen für. Also ein sehr schönes Ergebnis wieder. Lässt sich jetzt streiten, ne? Hätten wir vielleicht Carreras auch auf die Dreistopp-Strategie gesendet? Ich weiß es nicht. Der hatte in diesem Rennen halt einen schlechteren Start. Ich glaube, beide Strategien waren so etwa gleich auf. Okay. Damit kommen die beiden Steinmann Motorsport-Fahrer näher an uns heran. Wir sind noch 12 Punkte vor Steinmann Motorsport entfernt. Die Scuderia ist ein bisschen abgeschlagen. Also derzeit nach einem Viertel der Saison kristallisiert sich's raus, als wäre das ein Zweikampf zwischen Steinmann Motorsport und uns. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Es wird definitiv sehr interessant werden. So, wie sieht's mit Verbesserungen aus? Alles unterhalb von 1%. Boah. Warum geht das so langsam bei ihm? Ich verstehe es nicht. Mein Lia hatte ja jetzt auch nicht, dass sie ein Wunderkind ist oder so, dass die Entwicklung schneller voranschreitet. Deswegen, ja, frage ich mich, woran das liegt. Okay. Hier ist natürlich aufgrund Ersatzfahrer und so. Ich glaube nicht, dass er im Feedback noch auf Stufe 18 kommen wird. Aber wir haben dann wieder schön Geld zum Ausgeben. Heckflügel ist auch gebaut. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir zum Deutschland Grand Prix nach München gehen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.